Bevor ich in die Details gehe, stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Sie sind in einem Unternehmen und es soll mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter gemacht werden. Sie haben im vorigen Vortrag gerade was zum Thema Fluktuation, Mitarbeiterführung geben gehört. Warum fühlen sich Mitarbeiter nicht mehr wohl? Und das ist sehr oft einfach eine Grundmotivation, dass irgendjemand in der Führungsriege sagt, hey, wir müssen was machen. Wir wollen mehr für unsere Mitarbeiter tun. Wir müssen mehr Maßnahmen setzen. Und dann wird meist irgendwo entschieden, okay, wir brauchen hier zusätzliche Aktivitäten. Im nächsten Step geht es mal um die Überlegung, wer könnte denn dieses Thema in die Hand nehmen? Wer ist dafür geeignet? Unterm Strich wird meistens die Person ausgesucht, die freie Ressourcen hat und nicht die Person, die wirklich am besten dafür geeignet wäre. Diese Person hat dann plötzlich eine Aufgabe zu bewältigen, mit der sie vorher noch nie etwas zu tun hatte. Sie muss sich jetzt plötzlich mit dem Gesundheitsthema im Unternehmen beschäftigen. Sie muss sich jetzt plötzlich mit einem Managementthema beschäftigen, wo die Person oft gar nicht die Ausbildung oder die Erfahrung dazu hat, weil sehr oft landet das bei Betriebsräten oder bei den Ärzten oder bei den Fachkräften, bei den Sicherheitsfachkräften. Und diese Person muss sich jetzt plötzlich mit dem Thema Mitarbeiterengagement, Mitarbeitergesundheit, Fluktuation und Unternehmenskultur beschäftigen. Und dann wird einmal lange überlegt und gebrainstormt und überlegt. Und schlussendlich kommt dann irgendwo der Punkt, ja, was machen wir denn jetzt? Naja, wir haben Schichtarbeiter, wir brauchen was für die Ernährung in der Schicht. Und dann wird irgendeine Einzelmaßnahme designt und irgendeine Einzelmaßnahme überlegt, wie man das Ganze jetzt dann an die Schichtarbeiter heranbringen könnte. Und dann wird eingeladen und dann werden die Leute bewegt und. Und endlich ist dann der Tag da, wo diese Maßnahme stattfindet. Und dann hat man den Vortrag, dann hat man eine Runde und dann schaut man in die Runde und da sitzen 10, 15 Leute. Und von diesen 10, 15 Leuten, die da drinnen sitzen, weiß man ganz genau, diese 10, 15 Leute sind schon alle gesundheitsbewusst, die schauen schon auf ihren Ausgleich, die schauen schon auf Bewegung, die schauen schon auf Ernährung. Und in Wirklichkeit wäre an dem Standort aber das Potenzial gewesen, dass man 500 Leute in der Produktion hat. Und man hat 10 bis 15 Leute erreicht und die 10 bis 15 Leute, das sind die, die sich eh schon gesund ernähren oder eh schon auf ihre Gesundheit achten. Und ich sehe an manchen Gesichtern, sie lächeln oder sie nicken, sie brauchen sich nicht outen durch Handzeichen, aber ich weiß ganz genau, so wird in vielen Firmen leider betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement betrieben. Und das bei Gott nicht nur bei uns in Österreich oder irgendwo in der Nähe von Wien, sondern beinahe überall, wo Sie hinschauen, finden wir das gleiche Bild. Mein Name ist Stefan Poschig. CHC ist eine Unternehmensberatung, die sich auf betriebliches Gesundheitsmanagement spezialisiert hat. Das heißt, wir unterstützen seit 18 Jahren Unternehmen dabei, Mitarbeiterengagement zu steigern, Fluktuationskosten zu reduzieren, eine bessere Unternehmenskultur zu schaffen, bessere Führungskultur zu entwickeln und das in der Dachregion und in Nordamerika in der Zwischenzeit. Das Beispiel, das ich Ihnen vorher genannt habe, das ist tatsächlich noch diese Definition, was in vielen Unternehmen Gesundheitsförderung oder Gesundheitsmanagement bedeutet. Es herrscht hier eine riesengroße Verwirrung. Was ist das genau? Die Leute sprechen von Gesundheitsförderungsmaßnahmen oder Gesundheitsmanagement und meinen damit wahllose Einzelmaßnahmen. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie eine Gesundheitsmaßnahme machen, wie einen Vortrag zum Thema mentale Gesundheit. Das ist wie wenn Sie ein Steinchen ins Wasser werfen. Wenn Sie ein Steinchen ins Wasser werfen, was passiert? Sie schlagen kurz Wellen. Was passiert mit dem Wasser? Verändern Sie das Wasser mit dem Steinchen? Nein, oder? Wenn Sie jetzt wieder Wellen haben wollen, was müssen Sie machen? Sie müssen das nächste Steinchen ins Wasser werfen, oder? Genau so ist es. Das heißt, Sie haben wieder kurz Wellen. Verändern Sie das Wasser? Nein. Das heißt, solange ein Unternehmen ausschließlich mit Einzelmaßnahmen im Gesundheitsbereich arbeitet, übrigens genauso auch im Führungsbereich, wenn Sie Führungskräfteentwicklung und Training machen, dann ist das wie wenn Sie Steinchen ins Wasser werfen und Sie werden niemals eine nachhaltige Veränderung der Unternehmenskultur oder des Unternehmens erzielen können. Und genau da sollte die Zukunft des betrieblichen Gesundheitsmanagements ansetzen. Ich möchte Ihnen jetzt nur ein paar ganz kurze Ausschnitte zeigen. Wer zwei Vorträge vorher schon da war, hat von dem schon gehört. Es gibt eine Deloitte-Studie und in dieser Deloitte-Studie ist untersucht worden, warum verlassen Mitarbeiter Unternehmen? Und das Erschreckende für mich ist, dass 57% der Führungskräfte in Österreich keine Ahnung haben, warum sie hohe Mitarbeiterfluktuation haben.
57% wissen nicht, warum sie eine hohe Mitarbeiterfluktuation haben. Meine Damen und Herren, das ist für mich einfach nur erschreckend. Und dass jetzt Führungskultur ein Thema ist, das hat jetzt nichts mit New Work zu tun, das hat nichts mit 2019 zu tun, das weiß man seit Menschengedenken. Und ich glaube, wir können uns auch einig sein, dass wir in der Zwischenzeit eine andere Führungskultur brauchen, als vor 20, 30 Jahren noch, und dass es insbesondere in den nächsten 5, 10, 15 Jahren nochmals eine ganz, ganz neue Führungskultur und Unternehmenskultur geben muss, denn ansonsten werden viele Unternehmen in massive Schwierigkeiten kommen und eine Fachkraft nach der anderen verlieren. Und das Spannende ist, die Führungskraft ist Nummer eins Grund, dass Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen. Mitarbeiter verlassen Führungskräfte und nicht Unternehmen. Das ist ein Fakt. Das kann man versuchen, schön zu reden, aber man wird an dem Thema nicht herumkommen. Und genau hier kann man ansetzen. Was wäre denn jetzt die Rolle einer ordentlichen Führungskraft? Wer hat Kinder von Ihnen? Sehr gut, ganz viele. Wer hat Führungskräfte? Ein paar? Also, wer hat Mitarbeiter? Wer hat Mitarbeiter? Okay, ja. Die Kinder und Mitarbeiter haben, sie sind die Ärmsten, mein herzliches Beileid, ich kann mitfühlen. Mein Sohn ist gerade 14, mitten in der Pubertät, das ist gerade eine sehr interessante Situation. Ja? Was müssen wir denn machen mit unseren Mitarbeitern oder auch für unsere Kids? Wir müssen als Vorbild vorangehen. Kann ich ernsthaft von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie auf ihre persönlichen Ressourcen, auf ihre Zeit, auf ihre Gesundheit achten, wenn ich selber mich immer ausbeute? Wenn ich selber immer weit über meine persönlichen Belastungsgrenzen drüber gehe, wenn ich selber immer so lange arbeiten gehe, obwohl ich schon erkennbar krank und erschöpft bin und nie Ruhe gebe und dann aber zu meinen Mitarbeitern sagen, ja, du musst auf deine Gesundheit achten, du musst dich jetzt gesünder ernähren, na, du musst jetzt zu dem Vortrag gehen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Es würde bei meinem Sohn auch nicht funktionieren. Ich meine, in der Pubertät funktioniert gerade gar nichts, aber ich hoffe, irgendwann ist er durch das durch und erinnert sich an gewisse Dinge, die er in den letzten 14 Jahren mitbekommen hat. So, auch das haben Sie, wenn Sie in dem Vortrag waren, schon ganz kurz gehört. Also nur mehr 12% der Mitarbeiter in Österreich sind wirklich, wirklich begeistert und engagiert in den Unternehmen. Nur mehr 12%. Und das ist massiv. Das heißt, Sie müssen damit rechnen, dass rund 20-30% mindestens Ihrer Mitarbeiter aktiv mit den Gedanken woanders sind. Die sitzen in dem Unternehmen und sind aktiv geistig woanders. Ihre Energie fließt die ganze Zeit aus Ihrem Unternehmen raus und irgendwo anders hin, wo Sie es als Unternehmen nicht brauchen können. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv verstärken. Wenn Sie hier nähere Details haben wollen, ja, weil in 12 Minuten kann man das unmöglich abdecken, dann senden wir Ihnen im Nachhinein gerne ein White Paper zu. Das heißt, es gibt dann diese Möglichkeit, dieser Speakers Launch, kommen Sie dann einfach zu mir, drücken Sie mir Ihre Visitenkarte in die Hand und ich sende Ihnen ein explizites White Paper zu diesem Thema noch zu, wo Sie wesentlich mehr Informationen haben und wo Sie auch diese Gallup-Studie, über die ich gerade spreche, hier finden. Sie können das auch meiner Mitarbeiterin, meiner Kollegin, die steht da drüben, in die Hand drücken, ihr Visitenkartel, und wir senden Ihnen das zu. Ja? Das heißt, auf diese Punkte, da kommt was auf uns zu. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass das Thema Unternehmenskultur, dass das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement eines der entscheidenden Wettbewerbskriterien der nächsten 15 Jahre sein wird. Unternehmen werden es sich nicht mehr leisten können, ihre Fachkräfte zu verlieren. Unternehmen werden es sich nicht mehr leisten können, keine neuen Fachkräfte mehr zu bekommen. Wir hören es teilweise schon, manche Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Ich sehe viele Leute ganz einfach, die das nicht glauben. Ich war im Herbst auf über 20 Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung, HR in der Dachregion. Und da sprechen viele Experten schon darüber, dass es Transferkosten und Transferbonuszahlungen geben könnte in Zukunft. Das kennen wir bis jetzt nur aus dem Profisport, aus dem Fußball. Dass ein Profisportler 100 Millionen wert ist, wenn der von Verein A zu B wechselt.
Wir werden wahrscheinlich keine 100 Millionen für einen neuen CEO oder für einen neuen CFO oder für einen neuen Werksmeister zahlen. Aber das könnte uns in den nächsten 15 Jahren begegnen. Und das sind Dinge, die man ausschließlich und nur mit finanzieller Vergütung in der Zukunft nicht mehr kompensieren können wird. Das heißt, die Unternehmen werden zukünftig erfolgreich, die sich ehrlich, wertschätzend, anerkennend um eine gute Unternehmenskultur kümmern. Die sich ehrlich dem Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement, dem Thema New Work annehmen, weil diese Themen hängen maßgeblich zusammen. Die sich intensivst um ihre Mitarbeiter und um ihre Unternehmenskultur kümmern. Und auf die Folie möchte ich abschließend noch ganz kurz eingehen. Das heißt, betriebliches Gesundheitsmanagement, sagt schon der Name, das ist eine Managementaufgabe. Und das hat nichts irgendwo in den untersten Hierarchieebenen zu suchen, weil die Leute dort einfach nicht die Qualifikationen oder die Erfahrung oder das Projektmanagement dahinter haben. Als allererstes, wenn Sie mit dem starten wollen, empfehle ich Ihnen, entwickeln Sie eine Strategie und ein Konzept mindestens für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Was möchten Sie durch Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement erreichen? Wenn Sie das Ziel haben, überlegen Sie sich, wie machen Sie das Ganze messbar? Und dann erst gehen Sie auf die Mitarbeiterebene und dann holen Sie Ihre Mitarbeiter in dieses Projekt hinein und fragen Sie die Mitarbeiter, welche Maßnahmen brauchen wir, welche Maßnahmen sollen wir umsetzen, welche Maßnahmen können wir umsetzen. Auf diese Art und Weise wird die Strategie Management entschieden, entwickelt, aber wie das Ganze umgesetzt ist und was wirklich benötigt wird, kommt aus Ihrer Organisation heraus. Und mit diesen Worten möchte ich auch schließen. Das heißt, ich persönlich wünsche Ihnen auf der einen Seite eine persönliche gute Gesundheit, vor allem aber den Mut zu sagen, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Thema für die Zukunft und so möchte ich es auch betreiben mit Strategie und mit Konzept. Dankeschön. Dankeschön.